happened to me? One minute I was, and now my heart is beating in my ears like hummingbird wings, and my hands are shaking, and covered in blood. It's not the cold that's sending shivers down my spine. It's what just happened. An event I have no memory of. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wir spielen das Wimmelbildspiel The Ghost of Maple Grey. Ich habe gestern ein bisschen das Tutorial gezockt. Daher weiß ich schon ein bisschen, was ich am Anfang machen muss, aber da ich gemerkt habe, dass ich das will, dass ich das Let's Playen möchte, habe ich ihn aufgehört, das Tutorial zu zocken, also bis zu diesem Auto da hinten bin ich nicht gekommen und wir machen einfach mal weiter. Ein Schlüssel. Und ein Mädchen, das verschwunden ist. Okay. Und ein Notizbuch. I remember now. I came to Maple Creek in search of a missing girl. And I'd already started the investigation when... When what? Wait, my notebook. I was renting a room here. I've got to find it. All the evidence I've collected should still be there. Okay. Hier gibt's sonst nichts mehr. Wir gehen mal zum Dorf. Hilf mir. Jemand ist in Gefahr. Hat die Vermisste die Notiz geschrieben? Man weiß es nicht. Das erste Wimmelbild. Okay, jetzt gucken wir mal, wie gut ich in sowas bin. Eine Briefmarke. Kopftuch. Das könnte das sein. Sperling. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir finden schon irgendetwas. Tropenhelm. Blumenerde. Hier fängt es schon an. Hä? Da ist das da. Wimpel. Was könnte das sein? Und wenn wir gar nichts mehr weiter wissen, kann ich einfach die Steuerkreuz nach oben drücken und dann kommt ein Hinweis. Da hinten ist die Blumenerde. So, Sperling. Was ist denn das zum Teufel? Ich habe keine Ahnung. Das da vielleicht? Nein. Wenn irgendetwas zu lange geht, dann schneide ich es vermutlich raus oder ich drücke einfach den Hinweis, weil ich drücke einfach den Hinweis. Das muss man mir schon sagen, dass es das ist. Da können wir noch nicht rein. Wie gesagt, ich habe das hier bis hierhin schon gespielt und das da auch. Aber bis zu diesem Auto bin ich noch nicht weiter. Sprich, ich weiß hier schon, wie das funktioniert. Das muss dahin und das da. Dann geht das da drüben auf. Dann müssen wir die richtigen Köpfe zum richtigen... Engel tun. Und die könnte da unten hingehören. Die dahin, das dahin. Oder? Kann das stimmen? Ich weiß es nicht. Sehen wir ja dann. Die hat, glaube ich, ein Buch in der Hand. Nein, das war nicht die mit dem Buch. Oder war das die mit dem Buch? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nein, die ist das mit dem Buch. So. Die guckt auf diese Seite. Dann geht das auf. Wir brauchen aber noch einen Kopf. Das haben wir noch nicht. Also gehen wir jetzt mal weiter. Ich
Bis hier bin ich gekommen. Weiter noch nicht. Also gehen wir mal zum Auto. Oh mein Gott, ich habe jetzt. Bin ich gerade ein bisschen zusammengezuckt, muss ich ehrlich sagen. Oh, Wildschweine! Oh mein Gott! Süß! Sorry. Interagieren. Aus der Batterie tritt Säure raus. Okay. Nicht so gut. Nothing but static. The radio must be broken. Nicht gut. Noch ein Schlüssel. Ein Mensch. Ist gruselig. Gott, das ist so klein geschrieben. Detektiv. Vor 30 Jahren untersuchte ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton das Verschwinden einer weiteren Person in Maple Creek. Als er sich selber in Luft auflöste. Weder Hamilton noch die vermissten Personen wurden je gefunden. Ich bin nicht sicher, ob es eine Verbindung zwischen jenem Fall und diesem gibt. Doch seien Sie vorsichtig. Viel Glück. Okay. Noch etwas. Eine Karte. Ein Vogel. Schlüssel. Vielleicht können wir diesen Schlüssel hier benutzen. Scheint geklappt zu haben. Oh, noch ein Bildspiel. Oh Gott. Das können wir auftun. Das ist schön. Unlineal. Stift. Taschenmesser. Hier. Pulsschneider ist hier. Ein Croissant ist hier. Dreieck. Freiheitsstatue hier. Also die war jetzt wirklich offensichtlich. Maßband. Ein Regenschirm und ein Dreieck. Regenschirmchen, das ist kein richtiger Regenschirm. Hier ist das Maßband. Habe ich jetzt per Zufall drauf geguckt. Dreieck. Dreieck. Ich find's nicht. Hier ist ein Dollarzeichen, da ist ein Delfin, aber kein Dreieck. Ach, da hinten. Man haltet immer noch irgendetwas anderes Ausschau wahrscheinlich. Hier das beleuchtet. Weiß ich nicht. Die Straße entlang. Oder zum Turm. Das ist ein Vogel. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Hier entlang, okay. Oh, ein Eichhörnchen. Der Baum ist vielleicht klein, doch mit einem Auto kommt man hier dennoch nicht durch. Ja. Oh, lol. Der Name der Stadt. Okay. Über die Brücke. Gott. Hey, you, mister, I've... No, wait, please. Warum rennt er weg? Okay. Immer alles absuchen, suchen bei diesen Spielen, man kann nie wissen. Das Plakat muss mit dem Mädchen zu tun haben, das ich suche. Warum hat er es abgerissen? Wer war er? Ich weiß es auch nicht, Fräulein. Cool. Apropos, das wird wieder eine Aufnahmesession. Also ich nehme wieder ein paar Folgen am Stück auf.
Nur so als kleine Randinfo. Okay, ich glaube... Oh, hier leuchtet noch etwas. Paradies, hier scheint jemand sehr einen sarkastischen Tag gehabt zu haben. Gott. Gehen wir mal zurück. Ich glaube, hier können wir nichts mehr tun. Ich komme ja auch noch nicht weiter. Ja, okay. Zoomen. Okay. Jetzt wissen wir, wer hier nicht die Hosen anhat. Okay. Bild. Ein Prediger, wie er im Buche steht. Warum lag dieses Bild vor dem Eingang der Pension? Du fragst mich Sachen, ich weiß es nicht. No signal, no tone, no nothing. The line's dead. Kann man hinten auch noch hin? Nein. Gott. Es ist zu dunkel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Okay, dann gehen wir weg. Kommen wir noch hier hoch? Ja. Zum Glück gibt es Sternchen, die uns den Weg weisen. Ich hätte auf schwierig stellen sollen. Das ist irgendwie schon ein bisschen einfach. Das wird nicht klappen. Die Tür klemmt. Das geht auch nicht. Vielleicht das da? Okidoki. Gehen wir mal da rein. Ich glaube, das ist sogar unser Zimmer. Ja, sagt sie sogar. Gott, Alter! Können Sie bitte weggehen? Alter, mein Herz! Ich habe mich voll erschrocken. Who or what on earth was that? Weiter vermisste Mädchen in Maple Creek bereits vor 80 Jahren. Okay. Eine Birne. Eine Leuchtpatrone bringt die Pistole in... Ohne die Leuchtpatrone fehlt... ihr wisst, was ich meine. Gehen wir zuerst auf den Balkon. Wer ist er? Wohin geht er? Sieht recht stabil aus. Sorry. Noch ein hell erleuchtetes Haus? Vielleicht ist jemand zu Hause. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Oh, okay, lol. Ich muss das Licht anschalten, bevor ich mir das ansehen kann, okay. Können wir hier schon irgendwas machen? Ich denke nicht. Also... Gut. Finally, I can get a look at the evidence. Mach das. Okay. Emily Smith scheint eines der Opfer gewesen zu sein. Okay. Vermisst. Ich glaube, das müssen wir hier oben hin tun. Genau. Das auch. Was wird das nochmal? Ach, der Detektiv. Der ist auch verschwunden. Ich glaube, das muss auch zu den Opfern. Zu Vermissten halt. Helf mir.
Ich weiß zwar nicht, wieso das hierher gehört, aber... Gut. Prediger, ich lasse ihn einfach mal hier. Noch ein Wimmelbild, okay. Zirkel. Zirkel. Gott. Taschenmesser, Büroklammer. Eine Schlange. Also ich bin blind, ich sehe nichts. Ist gleich. Was heißt das denn? Korkenzieher. Fernglas. Das liegt hier. Prozent. 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 Ah, hier ist der Zirkel. Zirkel. Das war's nicht auf jeden Fall. Federball. Ah. Können wir das hier auch auftun? Nee, können wir nicht. Okay. Hier ist das Taschenmesser und die Büroklammer. Lol. Habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass die gerade nebeneinander gelegen haben. Korkenzieher. Könnte das hier sein? Ja. Schlange. Ich sehe keine Schlange. Hier ist nichts mehr drinnen. Ah, da ist das Prozent, habe ich gerade per Zufall gesehen. Schlange. Hä, ich finde keine. Und sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Die Geräusche im Hintergrund machen mir ein bisschen so. Ja. Was? Hä? Okay. Muss ich mir denn eine Aufnahme angucken, was das ist? Als ob. Hättet ihr das gesehen? Gebogene Büroklammer. Das, was wohl gut ist. Ah. Geht es nicht hier rein oder wie? Gib mir den Hinweis, wenn du mir schon sagst. Ah. Ist es jetzt eingeschaltet? Okay, ich glaube. Zugangskarte, okay. Es lädt. Die Anweisung hätte ich gerne. Mann. Die Kacheln. Tut mir leid, Leute. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet.
So, Leute. Ich habe jetzt wahrscheinlich eine Timelapse drüber gesetzt oder so. Aber Alter. Das Teil macht mich fertig. Jetzt schon. Ach du Scheiße. Geheim. Spezialdetektiv. Unit. Gabe Bruno verschwand im Apple Craig am 9. Oktober 2011. Beschreibung. Kate Bruno, 19 Jahre, wurde von ihren Eltern als vermisst gemeldet, als sie Sonntagnachmittag nicht heimkehrte. Ihren Angaben zufolge verließ sie Wilton am Freitag, dem 7. Oktober, um das Wochenende bei ihrem Freund zu verbringen, den sie seit drei Wochen zuvor im Maple Grove kennengelernt hatte. Sie rief einmal zu Hause an am Samstag, am 8. Oktober, 9.43 Uhr, um zu sagen, dass alles gut sei. Und sie war bald Pepeschebre. Und sie wandern gehen würden. Ihr Handy sendet sie am Sonntag um 10.23 Uhr das letzte Signal. Okay, das ist zu klein. Ich sehe es nicht richtig. Tut mir leid. Ja, okay. Okay. Das ist gut, das ist sehr gut. Hey, ich wollte noch weiter gucken, ey. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier hin. Jetzt können wir die Pistolen nehmen. Man weiß ja nie. Ich habe immer die Befürchtung, wenn ich hier rausgehe, dass irgendetwas kommt. Denkt ihr, was ich denke? Wir müssen also den Sicherungen.